Läuft die Aufnahme schon? Junior, hast du schon mal auf Aufnahme gedrückt? Warum grinst du so? Hör auf damit, mach wieder aus. Hallo und herzlich willkommen bei mir in der Laberecke. Präsentiert von Team Trueborn e.V., deinem Verein für Battletech. Gut, wir sind heute wieder da. Der Urlaub ist vorbei. Es war wunderschön. Ich war diesmal nur. Was heißt nur, wir waren dieses Jahr an der Ostsee auf Zingst, also auf dem Darß, und haben dort ein paar schöne Wochen erleben dürfen. Es war nicht zu heiß, nicht zu kalt, optimal für unseren Urlaub. Und wir haben auch sogar diesen tollen Sonnenuntergang, so würde ich sagen, Sonnenschein, Sonnenuntergang erleben dürfen. Ich bin jetzt wieder da. Es geht hier wieder los, gleich mal mit der Sponsor-Laber-Ecke und ich starte auch gleich mit Battletech. Der neue Patch ist seit letzter Woche draußen. Es sind sehr viele Fehler beseitigt worden. Das ist sehr überraschend. Okay, ich spiele das Spiel nicht so häufig, weil, wie gesagt, es flasht mich nicht ganz so toll. Also, na, ich bin kein Battletech 2018-Fan, muss man so sagen. Also, ich spiele es zwar, aber nicht so, dass man sagen muss, ich bin da voll dabei, voll drinne und es macht Spaß. Also, wie gesagt, Patches. Der Patch ist draußen, Patches sind draußen. Ja. Das Tutorial könnt ihr jetzt überspringen. Also einfach auf Skip drücken, glaube ich. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, muss ich ganz ehrlich sein. Der Sprachpatch macht Probleme. Da spinnt die Übersetzungssoftware, sodass diese auch immer noch nicht da ist. Also, und da finde ich, das hätte man anders angehen müssen, weil jetzt ist zum Beispiel Zusatzcontent auch noch gekommen. Wo ich sage, warum macht man jetzt zusätzliche Sachen rein? Warum packt man das dazu? Ist völliger Quatsch. Macht doch erstmal die Sprachpatches fertig, damit auch international es weiter vorwärts geht. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Steam ist der Preis jetzt wieder unter 30 Euro gefallen für ein Battletech-Spiel. Macht man sich unbedingt damit einen Gefallen, dass man so ein halbfertiges Spiel rauswirft und auch mit diesem günstigen Preisverkauf von Paradox? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Ich selber muss sagen, Battletech 2018 liegt mehr oder weniger bei mir in der Ecke, denn ich spiele aktuell lieber R-Factor 2 oder halt MotoGP 2017. Dazu kommen wir gleich nochmal. Dann, ich muss kurz spicken, auf Instagram hat man mal kurz die neue Beginnersbox gezeigt, beziehungsweise nicht Mann, sondern Frau. Die Fotos dazu habe ich nicht geholt oder angefragt. Das habe ich irgendwie nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, ob man die dann direkt runterladen kann. Auf jeden Fall, glaube ich, waren diese definitiv gesperrt. Wo könnt ihr sie sehen? Gebt bitte mal ein, ich blende es jetzt hier unten ein, Minis bei Amelia. Wenn ihr sie sucht, die junge Frau, dann seht ihr auch, was in der Beginnersbox direkt drin ist. Ihr findet da ganz normal zwei Macs, PubMacs, sechs Stück, glaube ich, waren das. Finde ich nicht ganz so optimal, weil was will ich mit PubMacs heutzutage in einer Tabletop-Box oder generell, würde ich mir nicht unbedingt kaufen. Sage ich mal so. Ja? Dann natürlich noch Regeln, Karte und alles, was sie zum Spiel benötigt. Finde ich ganz cool. Die große Box wurde nicht vorgestellt. Und ich bin gespannt, wann jetzt diese in Deutschland erscheinen. Ich vermute mal, es zieht sich noch, weil auf Fantasy-Welt ist immer noch aufwartend. Ich bin gespannt. Vielleicht zum Weihnachtsgeschäft? Das wäre ja mal da was. Okay, dann weiter im Text. Das haben wir jetzt hier auch sozusagen mal kurz angesprochen. Team Trueborn-Themen habe ich hier eigentlich auch keine. Zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe zwar gestern mit Christian gechattet, aber ich habe vergessen zu fragen, ob es was gibt. Also in der nächsten Sponsorecke in 2 Wochen schauen wir mal, dass wir da auch ein paar News für euch hoffentlich wieder rausbringen können. Noch ein Hinweis für alle Battletech-Fans: Am 13. Oktober findet die TatoCon in Maisach statt, im Pfarrhaus direkt, ausgerichtet von Roll the Dice oder dem Playground sozusagen. Mit den Quatsch, was rede ich jetzt für ein Schwan? Mit der Spielvereinigung Dachboot. Also wir sind eigentlich irgendwie so zusammen verbandelt, der Shop und die Spielvereinigung. Die Spielvereinigung war zuerst da und Martin hat sich dann eben halt selbstständig gemacht irgendwann mal und hat gesagt, ich mache nebenbei diesen Shop auf. Also jetzt verliere ich den Faden. Weiter geht's. Okay. MotoGP.
Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt MotoGP 2017 in der Mache, weil ich das im Steam Summer Sale jetzt bekommen hatte. Für nicht immer 10 Euro. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Vor allem passt es auch von meinen Systemvoraussetzungen. Ich wollte mir zwar auch 2018 kaufen, habe aber ein bisschen, kann man wirklich so sagen, Schiss, dass das nicht ganz so rund läuft. Aber wenn ich da die maximale Empfehlung sehe, reizt es mich doch, aber ich warte noch ab, weil jetzt mit, doch ist schon, glaube ich, um 10 Euro gesunken, von 54 auf 44 oder so. Oder war es schon immer so? Vertausche ich das jetzt mit Formel 1? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich gucke immer nach den empfohlenen Einstellungen, weil dann weiß ich, okay, dann funktioniert mein System definitiv und nicht nach den Minimaleinstellungen. Also zum Beispiel bei MotoGP 2017 habt ihr 8 GB RAM, ein i5 4670 und eine GTX 79 mit 4 GB Grafik-RAM. Wenn ich das mit den 2018er Voraussetzungen oder empfohlenen Voraussetzungen vergleiche, da braucht ihr 16 GB RAM, okay, habe ich. Ein i7 habe ich nicht, aber 2600, der sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, was das jetzt hier für Empfehlungen sind. Kommt mir schon ein bisschen spanisch vor und der GTX 69 4 GB RAM würde gehen. Komisch. Ich denke, es würde funktionieren. Ich habe es auch gesehen, schon mal bei YouTube, die Videos dazu. Sind sehr interessant, auch vom Rendering, von der Umgebung her, von der Engine. Die nutzen jetzt hier die Unreal Engine und das sieht schon cool aus. Da habt ihr nicht mehr nur so einen blauen Himmel, sondern auch dann oben, wo sich so kleine Schäfchen, Wölkchen dann lang bewegen. Also auch wie soll ich sagen, die Grafik an für sich wirkt kräftiger, irgendwie ein bisschen realer. Müsst ihr mal selber reinschauen, sucht euch mal einfach mal Videos dazu, vor allen Dingen auch die Vergleichsvideos. Es war, glaube ich, ein Italiener, aber toll. Gut, da sind wir auch schon wieder fast durch. Was kann ich jetzt noch sagen? Ah, Clash Royale, genau, mein drittes Thema, beinahe vergessen. Ich habe ja vorher gar nicht gesagt, welche Themen ich habe. Es gab jetzt wieder ein Update, da bin ich wieder zwiegespalten für den Clan-Krieg. Die neue Kriegstruhe finde ich super, dass man da zusätzlich Cash bekommt. Sozusagen gleich nach dem abgeschlossenen CK. Da macht es immer halt auch Sinn, dass da alle Spieler mitmachen und nicht sagen, ja, ich spiele nur einmal, weil ich bekomme eh dann die gute Truhe, wo ich mitgemacht habe und die anderen, wo er dann verhaut, interessiert mich dann nicht. Ist okay. Aber wiederum sind jetzt wieder Karten gebalanced worden und die Decks funktionieren auch nicht mehr so richtig. Ich habe ein Deck, also mein Deck persönlich, also das ist jetzt meine Ansicht, Einsicht, wie auch immer. Mein Deck persönlich, mein persönliches Deck, was ich schon seit Ewigkeit nutze, funktioniert nicht mehr. Ich habe jetzt, war knapp vor 4000 Punkten, also bei einer Liga 1. Ich war schon mal drin und bin dann wieder rausgefallen, habe jetzt eine Zeit lang nicht gespielt. Gestern habe ich dann gespielt, ja, ich glaube gestern oder vorgestern kam das Update drauf. Auf einmal bin ich 200 Punkte runtergerauscht. Es funktioniert mich aber nicht mehr mein Deck. Also da tue ich mich jetzt extrem schwer. Muss ich mal üben und mir neue Decks erstellen. Bin zwar nicht so gut, weil ich bin dann immer so, ich habe ein Deck, das mag ich, damit muss ich spielen. Kriege ich dann neues, oh, funktioniert nichts mehr. Ist auch nicht so schlimm. An für sich geht das Update, aber man merkt immer mehr, dass Supercell wirklich darauf aus ist, nur noch ein Play-to-Win-Spiel zu werden. Und ja, ist logisch, sie müssen Geld verdienen, ohne Frage, aber irgendwann überlegt man doch langsam, höre ich auf oder höre ich nicht auf. So, das wären die drei Themen. Jetzt noch schnell was in eigener Sache. Eigentlich wollte ich noch was zu Chemnitz sagen. Ich hatte schon mal das Video gemacht hier, aber ich lasse es, bringt nichts. Also, da würde ich mich vielleicht eher um Kopf und Kragen reden. Fakt ist, ich unterstütze dieses rechte Gesuchse nicht. Ich mag die Rechten nicht. Das muss nicht sein, vor allem auch diese Jagden auf Ausländer und so. Leider gab es ja jetzt wohl irgendwie Missverständnisse, das dann auch nicht gerade fördernd. Ja, gab es eine Jagd, gab es keine Jagd oder nicht, ist auch egal. Und dann dieses Konzert gegen rechts, muss ich sagen, fand ich nicht in Ordnung. Also die Toten Hosen und Ärzte, okay, aber diese linksextremen Gruppen, wenn man da sich die Texte anhört, da greift man sich genauso im Kopf.
Also ich steche den Journalisten das Messer im Kopf, das Mus läuft raus und so, was ist denn das? Ist genauso ein großer Scheiß wie die rechtsradikale Musik. Also ich frage mich, warum man sowas genehmigt hat, solche Typen dort auftreten zu lassen. Und dann die Massen herum, die dann tanzen. Deshalb habe ich mir auch gesagt im Vorfeld, wo ich gelesen habe, was das für Gruppen sind. Bei Facebook gab es ja dann immer diesen Schriftzug, wir sind mehr. Habe ich mir gesagt, nein, mache ich nicht hin. Muss nicht sein. Da stimme ich absolut nicht zu. Ich bin weder linksradikal noch rechtsradikal. Ich mag weder die eine noch die andere Gruppierung. Ich finde es Schwachsinn, was gemacht wird. Vor allen Dingen, man bekommt ja oft mit, über die sozialen Netzwerke wird sich wirkt direkt verabredet für Schlägereien, egal welche Gruppierung das ist. Dann sieht die eine Gruppe, oh, guck mal, die verabreden sich dort. Da müssen wir jetzt unbedingt hingehen und die mal ein paar klatschen. So wie üblich wurde ich natürlich jetzt gerade wieder gestört. Das Telefon hat geklingelt, also musste ich mal kurz ran. Wahrscheinlich habt ihr das auch gehört. Also weiter im Text. Also nicht wundern, wenn jetzt hier mal ein Schnitt drin war. Was ich noch ansprechen wollte, wie gesagt, Chemnitz fand ich nicht okay. Ich stimme auch nicht ganz zu. Ich habe natürlich was gegen Rechts- und gegen Ausländerhass. Ich habe viele Kollegen, die aus dem Ausland stammen, aus Kroatien, aus Russland, aus Polen, aus Eritrea, aus Afghanistan sogar. Was haben wir da noch so? Also ein türkischer, jetzt hätte ich fast gesagt, Türken, Griechen, Spanier, also ein riesen Mischmasch bei uns in der Firma. Aber es passt, ich habe auch nie was dagegen, deshalb verstehe ich dieses ganze Gemache nicht. Ich denke mir eher, das Internet bauscht jetzt sehr viel auf und jeder versucht, seinen Vorteil zu ziehen. Was dann auch wieder im selben Zug kommt, ist dann wieder dieses Foto von dem Flüchtling hier von 89 aus der Prager Botschaft. Also das finde ich schon sehr bescheiden, vor allem wenn man dahin schreibt, Wirtschaftsflüchtlinge, dem war ja gar nicht so. Wir waren keine Wirtschaftsflüchtlinge, sondern sind vor dem Regime geflüchtet. Das muss man mal so sagen. Deutschland wurde ja getrennt, ne? Und man hat die eigene Bevölkerung sehr kurz gehalten. Das vergessen die meisten, vor allen Dingen, wenn dann hier so ein, ja, das klingt jetzt ausländerfeindlich, entschuldigt bitte, so ein Deutsch-Türke, also ein gebürtiger Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund oder wie auch immer, das hier postet und schreibt, ja, das sind ja auch nur junge Männer, die dann geflüchtet sind. Das stimmt doch gar nicht. Frauen und Kinder waren zu diesem Zeitpunkt in der Botschaft untergebracht und nicht draußen. Das muss man mal so sagen. Und die Familie ist meist immer mit, denn wäre man ohne Familie geflüchtet. Oder die meisten kennen das zum Beispiel, die ohne Familie rüber sind, versucht haben, die nachzuholen. Die Familie wurde sofort schikaniert, wurde befragt, wurde von der Stasi ins Visier genommen. Dann konnte es noch sein, dass man gesagt hat, wir trennen die Familie, wir nehmen die Kinder weg oder es gibt gar keine Familienzusammenführung, sodass derjenige, der weg war, nicht wusste, was mit der Familie los ist. Deshalb sage ich auch immer, ich bin da manchmal zwiegespalten bei den unbegleiteten Flüchtlingen oder bei denen, die alleine kommen. Warum kommt ihr alleine und warum kommt ihr ohne Familie? Also ich selber hätte da Angst. Deshalb bin ich nie oder habe mich nie da mit den Gedanken getragen, vor der Wende irgendwann mal zu flüchten. Vielleicht hätte ich es gemacht. Vielleicht hätte ich einen Ausreiseantrag gestellt. Ich weiß es nicht. Aber man ist eben halt da immer so gefangen gewesen und hat gesagt, okay, Familie, na, Vorsicht. Wenn da was ist, kann ja was passieren, weil ich kenne es. Wir standen definitiv unter Beobachtung. Mein Vater durfte in den Westen fahren, weil er hatte Eltern hier. Oder sein leiblicher Vater hat hier im Westen gewohnt, in Westdeutschland. Er kam wieder zurück, hat sich beschwert: Mensch, was ist denn hier in den Regalen los? Hier gibt es ja gar keine Wurst. Wo ist denn hin? Im Westen gibt es alles. Warum gibt es bei uns hier nichts? Da hat meine Mutti gesagt: sei ruhig, beim nächsten Mal darfst du vielleicht nicht fahren. Vielleicht wirst du dann abgelehnt. Nächstes Mal stellt er wieder einen Antrag, dass er seinen Vater besuchen darf. Wurde abgelehnt, weil irgend so ein Arsch das gemeldet hat, der uns beobachtet hat. So war das, so lief das ab. Wer genau wissen möchte oder einen Einblick haben möchte, kann gerne die Serie Weißen See sich mal anschauen. Die ist relativ nahe daran, wie das abging, wie die Stasi gearbeitet hat, wie die Bürger eben halt gegängelt wurden, welche Konflikte es da gab, auch welcher Zwiespalt schon mal innerhalb der Stasi, dass es doch mal ein paar Leute gab, die sich gesagt haben, müssen wir das unbedingt so machen oder nicht? So, dann auch schnell rüber zu Jack Ryan. Für all diejenigen, die sich sagen, okay, was wollen denn die ganzen Ausländer hier? Schaut mal bei Jack Ryan rein in der Serie, da findet ihr auch mal so ein paar Hinweise, wie das da abgeht in diesen Ländern. Ist unvorstellbar, ich würde dort echt nicht wohnen wollen.
Da laufen sie mit der Kalaschnikow neben dir vorbei und wenn es dir mal nicht passt, wenn deine Nase dir nicht passt, zack, weg bist du. Oder da hast eine Frau, das ist denen egal, die schnappen sie sich und vergewaltigen sie. Im Kriegsfall, das ist denen scheißegal. Und wenn ihr die ganzen Situationen euch da unten anschaut, diese Armut, dann ist klar, dass die da weg wollen. Also auch da Vorsicht mit unseren Äußerungen, was wir da machen. Ich finde es schade, dass es hier so viel Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit gibt. Früher waren es sozusagen die Juden, die ja fällig waren. Jetzt sind es die Ausländer. Natürlich geht nicht immer alles von heute auf morgen. Natürlich ist es manchmal eine Riesenmenge, die hier rüberkam. Das war vielleicht nicht ganz geschickt. Ich weiß es nicht. Also ich kann mich hier nicht beklagen. Es gibt auch diese Ausländer, die kriminell sind oder eben halt sich nicht anpassen wollen. Natürlich gibt es diese. Aber deshalb ist nicht jeder so schlimm. Das ist Fakt, genauso wie es mit uns Sachsen ist. Wir sind nicht alle rechtsradikal. Das wäre ja noch schöner, ne? So, und davon mal abgesehen lebe ich zwar in Bayern, aber trotzdem ist mein Herz immer noch der Heimat verbunden. Ich wäre eigentlich zu Hause geblieben, hätte ich dort Arbeit gehabt damals. Ich bin halt rübergezogen und habe meinen Lebensmittelpunkt nach Bayern gelegt. So, das war das, was ich mal loswerden wollte, weil irgendwo nicht, dass ihr denkt, ja, ist der überhaupt politisch oder so. Nein, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Also, man ist dann doch auch selber als Ossi zwiegespalten, was da los ist, weil ich denke, manche vergessen, was eigentlich in der DDR abging. Und ich finde es nicht in Ordnung. Muss ich eigentlich so sagen. Und dann dieses Ausgenutze von der Politik und multimedial im Internet und so weiter und so fort. Nein, da gehe ich eigentlich nicht mit. Also sorry für dieses lange Schlussthema nochmal. Das lag mir eigentlich ein bisschen auf dem Herzen. Und wehe, wenn ihr jetzt so schimpft mit mir. Gut, eine kurze Vorschau. Ich habe ja gesagt, ich wollte noch eine R-Faktor 2-Woche machen. Die kommt dann demnächst geplant. Ich sage es jetzt erstmal geplant. Und gebe das. Nee. Ja, ab dem 17. werde ich dann das machen. 17, 18, 19, 20, 17 bis 21. Ich kann auch nicht mehr rechnen, ich habe nichts mehr im Kopf. 17 bis 21.9. machen wir dann die R-Faktor 2-Woche. Da kommt dann kein anderes Video, nur 5 R-Faktor-Videos. Wollte ich ja schon immer mal machen, die neuen Endurance-Fahrzeuge vorstellen, auch wenn die schon länger verfügbar sind im Workshop bei Steam für R-Faktor 2. Dann kommende Woche denke ich mir ein Technikvideo, dürfte drin sein. Und Mittwoch bin ich noch am Überlegen, ob es MotoGP, boah, ich kann nicht mehr reden, MotoGP wird oder R-Faktor, je nachdem, was ich schaffe, weil ich hänge jetzt auch ein bisschen hinterher und muss erstmal wieder Gas geben. Wir hatten letzte Woche vorgerichtet oder tapeziert, deshalb bin ich auch etwas spät dran und habe sozusagen eine Woche länger Urlaub gemacht als wie angedacht. So, ich kann jetzt nichts mehr sagen. Ich wünsche euch nochmal ein schönes Wochenende. Das Wetter soll ja einigermaßen werden. Genießt es trotzdem, genießt die freie Zeit. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder bei mir auf meinem Kanal. Und ich sage bis dahin, lasst euch gut gehen. Ciao, ciao und bye, bye. Bis demnächst auf diesem Kanal mit Team TrueBond e.V., deinem Verein für Battletech.